Anfang August. Wir befinden uns mitten in einer großen Hitzewelle. Die Sonne brennt vom Himmel und es ist trocken und herrscht Dürre. Bei etlichen Laubbäumen kann man schon vertrocknete gelbe Blätter erkennen, als würde der Herbst demnächst beginnen. Sofern noch irgendwie Wasser verfügbar ist, geht es den Tieren allerdings gut. Sie bekommen sogar recht viel Nachwuchs. Ein solches Jahr mit vorangegangenem milden Winter und einem solch prachtvollen Sommer sorgt natürlich dafür, dass alle möglichen Arten zahlreichen Nachwuchs haben. Und dieser Nachwuchs dann kommt auch durch und überlebt. Auf dieser Weide hier rings um meine große Futterstelle wimmelt es von Fasanen. Familie Eichelheer hat sich indes an die kleinere Futterstelle zurückgezogen. Von hier kommt man viel schneller zum Wasser. Mein kleiner Freund, das rote Eichhörnchen, benutzt beide Futterstellen. Ist ja wohl logisch. Zuerst nehmen wir einen kleinen Imbiss an der kleinen Futterstelle. Von dort aus gehen wir etwas trinken an die Wasserstelle. Und dann geht es zum großen Diner an die große Futterstelle. Aber auch die Großen trinken hier. Die Dürre in diesem Jahr nimmt bereits extreme Ausmaße an. Jetzt sind nicht nur alle Kanäle ausgetrocknet, sondern selbst unser kleiner Bach, die Dahlbeck, ist stellenweise total trocken und an manchen Stellen fließt nur noch ein kleines Rinnsal. Deswegen habe ich zusätzlich zu den Wasserbehältern noch einige Notbehelfe aufgebaut. So sollen auch größere Vögel trinken können und die Kleinen vielleicht auch mal ein Bad nehmen. Da ich mich hier inmitten einer Kuhweide befinde, konnte ich weder große Wasserbehälter noch irgendwelche Teichfolien hier installieren. Wie sehr Hitze und Trockenheit aber so manchem Vogel zu schaffen macht, kann man hier besonders gut sehen. Deshalb denke ich, dass mein Notbehelf mittels dieser Mülltüten, die ich immer wieder auswechseln kann, eine sehr gute Idee war. Die kleinen Racker haben es auch sehr gut angenommen, ihre Scheu vor dem raschelnden Plastik recht fix abgelegt und tatsächlich schon jeden Tag auf mich gewartet. Ich habe alle Behältnisse mehrmals am Tag frisch mit Wasser befüllt. Und trotzdem waren alle Behälter leer und trocken, wenn ich zum ersten Mal am Tag gekommen bin. Das Gras hier auf den Moorwiesen ist eigentlich sonst auch im Sommer noch grün und saftig. Jetzt würde ein Funke genügen und es würde sofort in Flammen stehen. Die kleinen Maischen bleiben sogar einige Minuten im Wasser sitzen, um sich abzukühlen. Der große Andrang spricht für sich. Es scheint wirklich in der ganzen Gegend kaum noch Wasser zu geben. Natürlich stellen die Anwohner, die um ein paar Ecken weiter weg wohnen, in ihren Gärten auch Wasserbehälter zur Verfügung. Aber hier draußen, mitten auf den Weiden, die in diesem Jahr gar nicht bewirtschaftet werden, ist Wasser echt knapp. Rücklings schiebt der Specht sich in die Badewanne. Und selbst der Große, den ich Phantom genannt habe, weil er sich nie sehen lässt, kommt hierher zum Trinken. Die Kamera findet er allerdings blöd. Aber eigentlich kennt er die ja schon und weiß ganz genau, zu welcher Person die gehört. Auch dem Mäuschen scheint es tagsüber im Bau zu stickig zu sein. Es schaut aus seinem Haus und beobachtet mich. Und dann beginnt es damit, mich zu testen. Bewegt sich dieser große Koloss und wird mir vielleicht gefährlich, wenn ich hier raschele? Auch anderenorts muss trotz dieser Hitze noch schwer gearbeitet werden. Hier wimmelt es nur so von fleißigen Arbeitern. Das Ende der ganz extremen Hitzewelle naht. Gewitter ziehen über ganz Deutschland. Bei uns hier sieht es zwar sehr bedrohlich aus, aber wir kommen doch noch recht glimpflich davon, wenn man vergleicht, was in anderen Teilen Deutschlands so los ist. Vom Wetterdienst wurden jedenfalls landesweit ganz schwere Gewitter mit Sturm angekündigt. Ich bleibe tatsächlich den ersten Tag seit langem mal zu Hause und besuche meine Freunde draußen im Vossmoor nicht. Das ist mir aber wirklich sehr schwer gefallen. Schon am nächsten Tag bin ich wieder unterwegs, auch wenn die Wetterlage noch immer anhält. Aber nicht lange. Kurz darauf kommt schon wieder der blaue Himmel zum Vorschein. Und ein paar Regenschauer zwischendurch kommen Tier und Pflanzen wie gerufen. Alles atmet buchstäblich auf. Es ist zwar immer noch sehr warm, aber bei weitem nicht mehr so brütend heiß wie vorher. Man merkt es am Betrieb an der Futterstelle ganz besonders. Es ist gleich viel mehr los und die Kleinen wirken richtig ausgelassen. Am Gras der Weiden und an den Kronen der Laubbäume sieht man allerdings, dass der Herbst wohl dieses Jahr entscheidend früher anfangen wird, beziehungsweise dass die Bäume ihr Laub sehr viel früher werfen werden. Neuerdings schaut fast täglich ein kleines Rehböckchen an meiner Futterstelle vorbei. Die Krähenschar sitzt auf dem Strommast und wartet von dort aus gelassen ab, bis ich endlich das Feld räume. Noch immer sind die Kanäle auf den Weiden und unser Bach so gut wie ohne Wasser. Ich komme also weiterhin täglich und fülle Wasser auf. Ich bin ja wirklich froh, dass diese Pferde- und Rindertränke hier steht, aber es ist wirklich sehr mühselig, hier mit Wasser aufzufüllen. Jede Befüllaktion dauert so eine ganze Zeit lang. Das ist bei dieser Wärme ganz schön anstrengend, aber es war noch viel anstrengender während der Hitze. Dass man auch aus Mülltüten ganz sinnvolle Sachen machen kann, zeigt sich hier. Nachdem die Zeit des großen Wassermangels vorbei war, habe ich das hier alles wieder weggeräumt und es ist heute keine einzige Spur mehr davon zu sehen. In der Landschaft ist so gut wie alles vertrocknet. Nur die Bäume halten sich gerade eben noch so. Gras, Büsche und Sträucher, ein einziges Fiasko. Unter jedem Schritt bröselt das bereits abgeworfene, vertrocknete Laub. Die Eichen haben bereits Wochen vorher schon damit begonnen, ihre Früchte abzuwerfen. Die liegen jetzt hohl herum. Für Eichhörnchen könnte das ein katastrophaler Winter werden. Mein Rehböckchenfreund hat wohl eine Freundin gefunden. Er hier muss sich über den nahen Winter eigentlich nicht so sehr den Kopf zerbrechen. Er weiß ja, wo was zu holen ist. Heute zickt und meckert er ein bisschen. Dieses ständige Gefilme geht ihm eindeutig auf den Senkel. Dabei ist er doch so fotogen. Direkt neben meinem Sitzplatz an der großen Futterstelle habe ich noch ein kleines Schälchen mit Wasser aufgebaut. Vor allen Dingen der Nachwuchs der Vögel, der bereits von Beginn an an mich gewöhnt ist, hat überhaupt keine Scheu, hierher zu kommen und ein paar Schluck Wasser zu nehmen. Die kleine Rasselbande tobt um mich herum. Ich könnte sie beinahe auf den Schoß nehmen. Die kleinen Blaumeischen erinnern mich immer an Tennisbälle. Auch in den Vogelfamilien geht es nicht viel anders zu als in einer menschlichen. Auch hier hat der Nachwuchs oftmals nur Blödsinn im Kopf. Dazu kommt dann noch eine gehörige Portion Tollpatschigkeit. Aber was soll's ja auch? Es ist ja genug von allem da. Wer lässt sich denn auch solche blödsinnigen Schikanen einfallen und steckt die Erdnüsse in die Rinde? Oder wachsen die etwa so? Hier kommt eine wahrliche Großfamilie. Frau Mama hat alle Flügel voll zu tun, um den quirligen Nachwuchs nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, bei Fasans ist es nicht üblich, dass Herr Fasan sich ebenfalls um die Kinder kümmert. Aber Frau Fasan ist sehr wachsam und achtet auf ihre Kleinen haargenau. Das hier ansässige Krähenpärchen beobachtet alles aus sicherer Entfernung. Und mein Eichhörnchenfreund kommt nun sehr häufig, was für mich bedeutet, dass er eventuell schon Vorräte für den Winter anlegt. Er schleppt eine Nuss nach der anderen von hier weg. Noch immer ist Regen selten und es wird wohl noch eine ganze lange Weile dauern, bis diese Dürre endlich überstanden ist. Die zweckentfremdeten gelben Tüten müssen wohl noch eine Weile ihren Dienst tun. Aber ab und zu gibt es ja nun wenigstens doch mal ein paar Tropfen. Und die kommen gleich mit bedrohlicher Kulisse und Wind und dunklen Wolken. Das ganze Schauspiel dauert aber nicht sehr lang und dann ist die Sonne wieder da. Die clevere Krähe sucht sich den besten Ausguck. Eines Tages steht mir dann plötzlich das Rehböckchen genau vis-à-vis. Ich habe bestimmt genauso verdutzt geguckt wie er selber. So richtig wohlgefühlt hat er sich in dieser Situation natürlich nicht. Er zieht sich aber langsam und bedächtig zurück und es gibt auch nicht die berühmten Schreckrufe der Rehe. Die kinderreiche Familie Fasan nimmt mich auch nicht als Gefahr wahr. Ich kann in Ruhe genau abzählen, ob alle Kinder noch da sind. Die Fasanenmama behält auch eher den nahegelegenen Feldweg im Blick. Von dort sind ja schließlich immer wieder menschliche Spaziergänger oder Gassigänger zu erwarten. Offensichtlich betrachtet sie mich nicht mehr als gefährlichen Menschen, sondern eher als Inventar. Schließlich sitzt dieses komische Wesen ja auch fast immer hier. Deutlich zu merken ist, dass es jetzt spürbar jeden Tag früher Abend wird. Wie gut, wenn man weiß, wo sich ein richtig gutes Abendmahl finden lässt. Ich warte schon immer jeden Tag darauf, dass das Eichhörnchen sich sehen lässt und bin beunruhigt, wenn es zu lange dauert. Aber ihm geht es offensichtlich sehr gut. Es wundert mich etwas, dass es immer nur eins ist, was hierher kommt. Eichhörnchen haben zwar ihre Reviere, aber die sind meines Wissens nicht so sehr weitläufig. Zumindest nicht so, dass nicht mehrere Tiere an einer Stelle fressen würden. Naja. Vielleicht hält er seine Stelle ja auch geheim und erzählt den anderen einfach nichts davon. Es muss sich eventuell erst herumsprechen, dass es hier was zu holen gibt. Ich mag jedenfalls den kleinen Racker und finde ihn unglaublich putzig. Versuchsweise starte ich ein paar Experimente mit meiner Kamera. Ich teste verschiedene Blenden und Belichtungszeiten. Ich wollte mal sehen, ob ich diesen Einfriereffekt zustande bekommen kann, um die Vögel in ihrem Flug zu zeigen. Es funktioniert mehr recht als schlecht, die Bilder werden recht dunkel. Wie ich finde, sind sie auch ziemlich pixelig, aber der Einfriereffekt funktioniert und man kann wunderbar sehen, wie Vögel fliegen. In Verbindung mit Zeitlupeneffekten wird es noch spannender. Wie kann man da oben überhaupt sitzen? Mit diesem kleinen Blaumäuschen hier stimmt irgendetwas nicht. Das ist ganz offensichtlich. Es bemüht sich immer wieder zu fressen, aber schläft dabei fast ein. Und das, obwohl der donnernde Krach von der Autobahn herüberweht. Es wirkt wirklich nicht sehr gesund. Vielleicht ist es ja auch einfach nur alt. Aber auf jeden Fall sehr schwach. Schließlich steckte sogar das Köpfchen unter den Flügel und schläft am Futterplatz ein. Für Bussarde und andere Raubvögel fast eine Einladung. Und der ist auch nicht weit. Auf der anderen Seite sitzt er auf seinem Ausguck. Sozusagen als Gesundheitspolizeiwache. Es kann gut sein, dass das für das kleine Blaumäuschen nicht gut ausgeht. Selbst Rehe mit ihrem Nachwuchs nehmen Reis aus, wenn ein so großer Raubvogel unterwegs ist. Immer noch ist es sehr warm und sommerlich. Aber wir gehen mit großen Schritten auf den Herbst zu. Ich werde alles weiter beobachten und euch davon berichten. Bis bald!